Was geht ab, Nazi Fighter, außer dir? Und willkommen zum nächsten Team Rating Video. Bevor wir damit anfangen, Freunde, Girls, Boys, wer auch immer zuschaut, vielen lieben Dank für die erreichten 10.000 Abonnenten auf YouTube. Ihr wisst gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Wirklich an jeden Einzelnen, der sich die Daily Portion Osaru hier gibt an der Stelle. Vielen lieben Dank, ich weiß wirklich sehr zu schätzen und wirklich, wirklich, wirklich lieben Dank dafür. Es ist ein bisschen schwer, so was für mich auszudrücken, aber ich meine es wirklich ernst, also. Vielen Dank, dass ihr euch wirklich jeden Tag den Shit gibt und jeden Tag mitmacht und jeden Tag so cool drauf seid in den Kommentaren, in den Social Media Posts und so fort. Verständnis dafür, was ich hier mache und mich da wirklich sehr, sehr gut unterstützt. Hashtag aus DeFi an der Stelle. Vielen lieben Dank, Freunde. Zwecks Abo-Special werde ich mir die Tage was überlegen und euch dann rechtzeitig informieren lassen. Ich habe mir da auf jeden Fall ein paar Sachen ausgedacht, aber ihr bekommt die Informationen noch. Aber apropos überleben. Meine Zeit ist die Tage ein bisschen begrenzt, würde ich mal sagen. Deswegen werden wir das Teamrating von heute ein wenig auf Freestyle machen. Wir werden das natürlich ganz solide durchziehen, wie immer. Aber es ist eigentlich mit Freestyle ähnlich wie wir das ab und zu in den Streams machen. Ihr werdet das quasi merken. Deswegen würde ich sagen, lang geredet, beziehungsweise lange Rede, kurze Singen oder whatever. Wir legen an der Stelle los mit Team Nummer 1. Team Nummer 1 ist hier an der Stelle von Chain. Chain, vielen lieben Dank für die Einsendung. Und zwar schreibt uns Chain hier an der Stelle: Hashtag Team Osaru. Hey Osaru, ich bin noch relativ neu in Dokkan Battle und würde mich über ein paar Tipps für meinen Teamfreund. Alles klar, dann schauen wir uns das Team mal an der Stelle an. Und was ich schon sehe, ist ein Strength Team. Shoutout an dich erstmal dafür, dass du neu in Dokkan Battle bist. Vielen Dank. Und Shoutout an dich, Respekt an dich, dass du hingegangen bist und dir den Leader Skill von Goku angesehen hast, ihn gelesen hast und gemerkt hast, okay, er gibt Strength Charaktere einen Boost, Super Strength den besseren, also klatsche ich da am besten Super Strength Charaktere rein. Hast du gut gemacht, die Charaktere entsprechen dementsprechend den Leader Skill. Gibt schon mal 6 von 10 Punkte. Alle sind auch Max Level, so hoch wie es geht für ihren Status. Also 7 von 10 Punkte, sind aber nicht Max Awaked. Also bleibt es erstmal von den 7 von 10 Punkten. Wenn wir uns die Krankliste ansehen, mein Freund, dann hast du eigentlich alles richtig gemacht. Ja, du hast deine Krankliste angesehen, hast gesehen, okay, ich habe viele Strength-Charaktere, beziehungsweise, ja doch, du hast ja auch hier Super Saiyan 3 Gotenks als Super Physisch Leader, aber du hast nicht so viele Physisch-Charaktere. Du hast Super Strength, den Super Strength Leader oder den Strength Leader, Neo Guard Leader, Super Saiyan 4 Goku. Hast du in dem Fall alles nicht gemacht, hast Goku als dein Leader genommen, die restlichen Charaktere reingepackt. Mehr hast du auch nicht zur Auswahl. Und perfekt an der Stelle, also hast du deine Charaktere das Richtige gemacht. Das sind 8 von 10 Punkten, gratuliere dir. Und Tickerstyle, danke fürs Followen an der Stelle, fürs Abonnieren. Ja, wundert euch nicht, das kommt ab und zu rein, weil das Setup ist aus dem Stream eigentlich. Das meine ich mit Freestyle, also entschuldigt. Aber ja, und was gibt's noch zu sagen? Genau, wäre cool, wenn dein Goku öffnest, dein Dupe, ihn auf SC10 bringst. Das wirst du die Tage auf jeden Fall schaffen. Oder vielleicht ist er auch schon auf SC10. Öffnest dann unten rechts auf jeden Fall am besten. Kannst bei ihm noch Level 20 Crit gehen, Level 6 Additional Attack. Oder Level 15 Additional Level 11 Crit. Ich habe die erste Variante gewählt. Und genau, an der Stelle auf jeden Fall alles richtig gemacht. Vielen lieben Dank für die Einsendung. Und wirklich cool. Sehr solide, dass du das quasi an der Stelle gemacht hast und gecheckt hast. Okay, das ist mein Leader. Diese Charaktere habe ich. Perfekt, Mate, perfekt. Kommen wir aber zum nächsten. Und zwar Hinnik, vielen lieben Dank für die Einsendung an der Stelle. Hashtag Team Osaru. Das ist mein Mono-Agel-Team. Wäre nett, wenn du es verbessern könntest. Alles klar, dann schauen wir mal an der Stelle ganz kurz rein. Nämlich, was haben wir? Ja, Mono-Agel-Team. Hier haben wir quasi das Gegenstück. Wir haben vierfachen Vegeta als Leader. Alle Charaktere entsprechen dem Leader-Skill. Yep, auch wenn C17 ein Extreme-Agel-Team ist, bekommt er trotzdem den Boost. K+1 auf 450%. Heißt ja mit 6 von 10 Punkten schon mal. Aber C17 ist natürlich für mich ein Dorn im Auge, ein Charakter, den ich auswechseln könnte, auch wenn er ein Supporter ist. Hast du richtig gemacht, hast nichts falsch gemacht, er ist ein Supporter quasi, er wird eh rausrotiert, supportet die Agile-Units, aber dann Extreme-Agile-Unit ist, haben wir vielleicht eine bessere Auswahl. Schauen wir uns mal die Charaktere an der Stelle an. Ah, by the way, die sind natürlich alle Max-Level und Max-Awaked, 8 von 10 Punkten schon mal. Alright, dann schauen wir mal rüber, okay, wir haben hier bessere Auswahl, wir haben hier mehr Auswahl, will ich mal sagen. Und zwar, wer mir hier quasi ins Auge fällt, wäre Super Saiyan dein Super Saiyan 3 Goku, weil er ein bisschen extrem sehr awaked ist. Oder was haben wir hier noch? Der Goten, Super Saiyan Goten, soll man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Trunks auch solide, Gotenks auch, Kalif Lauk natürlich könntest du erwecken. Aber ich würde mal, glaube ich, ich würde eher Super Saiyan 3 Goku reintun. Warum? Wie gesagt, C17 raustun an der Stelle, Super Saiyan 3 Goku reintun für C17, dann würde ich Kai und Goku Blue als Rotationscharakter raussetzen, weil Super Saiyan 3 Goku da individuell stärker ist durch die Pässe, vor allem nach seinem Extreme Z-Awaken, unser Dude hier, quasi ihn reintun für C17,
aber dann Super Saiyan 3 Goku in einer Rotation behalten mit Agility Gotku. Sie teilen sich Over the Flash auf Ultis, kommen die auf jeden Fall solide. Andere Rotation Super Saiyan 4 Vegeta mit Super Vegito haben da Shocking Speed, reicht komplett aus für die Keys. Also ich rede jetzt nur von Key, teilen sie auch, aber solide Links sind sehr Super Saiyan 4 Battle. Die kommen da gut zurecht unter anderem. Und der Super Vegeta ist auch ein Support-Charakter, heißt Super Vegeta und Kaioken Goku Blue sind an der Stelle deine Rotationscharaktere. Und wie heißt unser Dude? Es ist Stage 3 Goku, behalten wir da quasi in einer Rotation mit Argel Gotku. Alright, vielen Dank für die Einsendung an der Stelle. Ich glaube, ich muss mal aufhören, an der Stelle, überall ist eine Stelle, die ganze Zeit an der Stelle zu sagen. Aber an der Stelle, Team Nummer 3. Und zwar haben wir hier folgendes Team. Von dem User Sakashi. Sakashi, vielen Dank für die Einsendung. Sakashi schreibt noch Hashtag Odaru. Und wir haben hier, okay, noch ein Neogard-Team. Und zwar ein super physisch Team. Alle Charaktere entsprechen dem Leader-Skill. Ja, das tun die. 6 von 10 Punkte. Alle sind Max Awaked. Yes. 7 von 10 Punkten. Aber nicht Max Level. Ja, der Letter-Trunk ist noch nicht auf Level 150. Also bleibt es also von 7 von 10 Punkten. Das Team ist auf jeden Fall gut. Kann man so spielen. Ich würde Uigoku sehr wahrscheinlich auswechseln, nicht weil er Free-to-Play ist, sondern weil er den Linkstil Super Saiyan nicht mitnimmt. Schauen wir uns aber mal dafür die Charakterliste an, und zwar sehe ich da, oh, okay, wir haben Seal Tanks. Seal Tanks würde ich eventuell Gebrauch machen, den Super Saiyan Trunks hier eventuell erwecken und Gebrauch machen. Ihn könnte man behalten, ich weiß nicht, wie stark du an ihm hängst, aber das werden wir gleich erklären. Super Saiyan Future Trunks können wir auch auf jeden Fall vielleicht reintun. Und ja, die drei Units habe ich mal hier im Kopf, wenn es drei waren, aber was ich euch damit zeigen will, ist quasi, ich wechsle mal kurz rüber in den Graphen. Und zwar habe ich das Team hier mal ein bisschen nachgebaut, schon ein bisschen geändert. Ja, Seed Tanks ist bei mir schon mal fix drin. Sofern wir Seed Tanks jetzt natürlich sehen. Alright. Können wir die Charaktere bitte hier wieder herholen? So, jetzt. Und zwar werden wir das Ganze mal ein wenig so machen. Und dann können wir das hier ganz freestyle-gemäß spontan hier herstellen. Alright, und zwar, wie du siehst, habe ich natürlich auch Gebrauch davon gemacht, dass er ein super physisch Team ist. Als Friend nimmst du auch einen Super Saiyan 3 Golden Axe, nicht wundern, er ist nicht erweckt, aber anders kann ich das hier nicht wählen. Wir gehen natürlich davon aus, dass er auch erweckt ist und du zwei Super Saiyan 3 physisch Golden Axe hast. Hier erstmal frage an dich, behältst du beide Super Saiyan 3 physisch Golden Axe in einer Rotation? Falls ja, behalte eine mit Vegito Blue und den anderen mit LA Trunks an der Stelle. Du merkst schon, die erste Rotation wirkt ganz, ganz gut. Wir haben 4 Linkskills. Die zweite könnte man vielleicht ausbessern, nur ein Linkskill. Okay, deswegen merken wir, okay, LA Trunks braucht auf jeden Fall Key-Supporter braucht er. Daher haben wir auf jeden Fall diesen Dude hier drin gelassen, diesen Dude hier reingeholt. Sagen wir mal für Uigoku, okay? Weil dieser Dude links sich mit LA Trunks sehr, sehr gut, gibt ihm 4 Linkskills. Darunter sind 3 Linkskills, die ihm Key geben. Er bekommt von ihm selbst Key plus 5. Heißt, wenn er in die Rotation kommt mit LA Trunks, gibt er Key plus 5. Sehr, sehr gut. Also wir brauchen auf jeden Fall Key für LA Trunks. Der Dude hier ist auch nicht schlecht, wenn er reinkommt in die LA Trunks Rotation, gibt ihm 4 Key. Also, und Super Saiyan natürlich an der Stelle. Sehr wichtig schon mal für LR Trunks, damit er auf seine Ultis kommt. Ja, ist ja auch ein LR, braucht Ultra Super Attacks. Dann habe ich quasi noch den Super Saiyan Kaioken Goku rausgetan für Seal Tanks. Warum Seal Tanks? Wenn er in die Rotation kommt, wenn er in die Rotation mit Trunks kommt, dann fehlt Super Saiyan 3 Gotenks auch Key. Nicht nur Key, sondern auch Fierce Battle Link Skill. Ne? Und Fierce Battle bekommt er dann quasi bzw. Key von Seal Tanks, wenn er reinkommt. Hat seine Linkskills gedeckt und genau, nicht wundern, er steht hier nicht dran, weil natürlich der hier ist ja nicht erweckt, aber unser Friend wird auf jeden Fall erweckt sein. Ich gehe davon aus, dass du einen erweckten Friend immer findest oder nimmst. Okay, so viel dazu jetzt erstmal. Aber, falls du das nicht so spielen willst, falls du den Friend immer rausrotierst, okay, dann behältst du dann, lass mal den Friend weg, behältst du quasi trotzdem, beziehungsweise trotzdem. Dann kannst du zum einen Seed Tanks mit, wie heißt der Boy, Super Saiyan 3 Gotenks lassen. Er bekommt von den sehr guten Linkskills mehr Angriff, beziehungsweise mehr Angriff als von Vegito. Richtig, Vegito kriegt ihn nur 25%, Seed Tanks kriegt ihn da schon ein bisschen mehr, nämlich 45% und Key plus 2. Also die beiden könntest du auf jeden Fall in der Rotation behalten. Seed Tanks echt so delikat, auch 100%, wenn er ein Ulti macht, zielt auch Charaktere, deswegen Seed Tanks. Und dann müsstest du quasi Vegito Blue mit LR Trunks in der Rotation halten, wäre nicht verkehrt. Sie teilen sich hier 2 Linkskills nämlich, okay? Er bekommt immerhin Prepared for Battle mit. Was du dann aber ändern könntest, weil Key bekommen sie auf jeden Fall, beide Rotationen, vielleicht könntest du diesen Support hier ändern. Nämlich, beziehungsweise nicht Supporter, eventuell könntest du ihn hier raushauen und zum einen den Boy reintun, okay? Der als Supporter in Sachen Key. Weil der gibt dann overall mehr Key für die ganzen Rotationen, für beide Rotationen.
nämlich für Grotanks mit Over the Flash, für diesen Seatanks und Prepare for Battle, für den Dude hier Over the Flash und Prepare for Battle und für den auch Prepare for Battle und natürlich auch Fierce Battle für die Rotation, in der sie fehlen. Also mit LR Chunks, beziehungsweise gibt er den Prepare for Battle und Shocking Speed. Also der hier gibt individuell mehr Key, könnt ihr aber vielleicht ihn mitnehmen, als Key-Supporter, ähnlich wie Super Saiyan Kai und Goku Blue, aber natürlich individuell eine starke Unit. Ihn würde ich auf jeden Fall hier lassen, ansonsten könntest du auch, wenn du dir sagst, okay, ja, ich werde die Rotation so halten, oder du sagst, ich werde meine Rotation verstärkt auf LR Chunks halten, könntest du Seatanks raustun, die zwar in der Rotation halten, und statt Seatanks nehme ich deinen Trunks erwecken. Wo ist der Dude, mein kleiner Sohn? Trunks. Trunks erwecken und ihn in einer Rotation lassen mit LR Trunks. Weil sie teilen sich Feeling Skills, darunter sind Key plus 5 und 10%. Und er ist auch in dem Sinne gute Unit, 100%, wenn er eine Ulti bekommt, beziehungsweise wenn er ultet. Und das Ganze so starten. Also wie gesagt, ich habe dir an der Stelle die Sachen dir vorgestellt, was du eventuell bauen könntest, wie du deine Teams aufstellen könntest. Ich habe es ein bisschen abhängig davon gemacht. Ich habe dir mehrere Sachen gezeigt, sag ich mal, mehrere Perspektiven, mehrere Setups. Und du musst gerade selbst entscheiden, mit welchen du spielen willst. Weil ich wusste nicht, ob du Kaioken Goku Blue unbedingt, Super Saiyan Kaioken unbedingt haben willst, ob du vielleicht Seatanks nicht unbedingt willst oder haben willst. Ich habe dir deswegen mehrere Setups vorgestellt, die du dann auf jeden Fall nutzen kannst. Schau sie dir an, wie gesagt, und dann entscheidest du für dich am besten selbst, welches Setup du spielen willst. Alle funktionieren auf jeden Fall an der Stelle. Genau. Und natürlich vielen Dank für die Einsendung. Dann kommen wir jetzt schon zu unserem letzten Team, nämlich das letzte Team ist hier an der Stelle von Salzlord, vielen lieben Dank für die Einsendung an der Stelle. Hashtag Team Ozul, hier ist mein Universe Survival Team. Alright, dann gucken wir uns mal ein Team an. Wir haben hier Universe Survival Saga Team auf der japanischen Seite. Alle Charaktere entsprechend dem Leader Skill, das tun sie 6 von 10 Punkten. Alle sind Max Level, alle sind Max Awakes, sind schon mal 8 von 10 Punkte. Und wir sehen jetzt zwei Rainbow Stars, so bis dahin zwei Kale und Kalifla. Zu dem Setup erstmal. Kann man machen. Wir haben jetzt zwei Supporter drin mit Toppo und Kane. Eine sehr starke Rotation mit Jiren und Dispo. Sie teilen sehr gute Links, wir werden es gleich sehen. Und eine dann, wenn du den Friend Jiren mitnimmst, Uigoku mit dem Friend Jiren oder Uigoku mit Kalifla. Und auch wenn Kalifla 100% sind, das ist so eine Sache, vielleicht könnte man das ändern. Weil du hast im Zweifel noch Kefla drin. Aber dazu schauen wir uns mal gleich den Graphen an. Warum verzichte ich gezielt auf Angel und Freezer? Diesem Team tut er nicht gut. Hier kannst du auch nicht die ganze Zeit solo in der Rotation halten, weil er tut den Supertypes debuffen und das muss nicht sein. Das muss nicht sein im Setup. Aber wir gucken uns mal quasi hier an der Stelle ganz kurz den Graphen an. Habe ich da auch ein bisschen was vorbereitet. Und zwar, wie ihr hier entnehmen könnt, habe ich das ein bisschen ähnlich gemacht wie am Anfang bei Gotenks. Nämlich Jiren und Dispo hältst du in einer Rotation. Wow, 5 Link-Skills. Darunter haben wir Key plus 5 und 50% auf den Angriff, also mit Dispo wirklich sehr stark. Dispo auch coole Unit, wird auch jede Runde stärker. Und an der Stelle kann man das auf jeden Fall mitnehmen. Die Rotation ist auf jeden Fall gedeckt, musst du keine Sorgen machen. Die kommt sehr gut aus. Dann kommt es darauf an, wenn du den Friend Jiren nutzt, würde ich ihn mit Uigoku in eine Rotation lassen, teilen sich 3 Link-Skills. Darunter 30% auf den Angriff. Das ist sehr gut. 30% auf den Angriff, Key plus 3. Also eigentlich würde ich in dem Team das so lassen, den zweiten Friend Jiren auch immer in einer Rotation. Support-Charakter Kale drin lassen und Toppo. Das wäre dann quasi dein Team-Setup, beziehungsweise hätten wir dann natürlich noch einen Platz frei. Das ist ja der Friends, auch wenn 6 Charaktere sind. Und jetzt ist halt die Frage, nimmst du Super Saiyan 2 Kalifla mit, weil sie bei dir auf 100% sind, ist, wäre aber ein Rotationscharakter, wäre nicht verkehrt. Wenn sie in Rotation kommt, gibt sie nicht so viel, aber trotzdem kommt sie alleine klar, es sei denn, sie kommt irgendwie durch Zufall mit ihr in der Rotation, aber sie ist ein Support-Charakter, deswegen könnte man vielleicht auf sie verzichten, da individuell einen stärkere Unit nehmen, auch wenn sie auf 100% ist. Naja, Stärke ist vielleicht falsch, weil auf 100% kommt sie vielleicht ran auf eine Kefla mit 0 Dupes. Ich weiß nicht, wie viele Dupes ein Kefla hat, aber Kefla an sich hat, sag ich mal, einzigartiger könntest du spielen. Oder, was ich dir empfehlen würde, wenn du auf sie verzichten kannst, Argel Gotku reintun. Argel Gotku ist eine sehr solide Support, also was heißt Support-Unit nicht. Durch seine Pets ist er kein Support und aber durch die Key. Ähnlich wie Kai und Goku Blue oder Super Saiyan Kai und die uns angesehen haben, weil er hat sehr viel Link-Skills, die Key haben. Beispielsweise bringt er in die Rotation mit rein. Hier an der Stelle müsste das Shocking Speed sein, hat er. Over the Flash hat er für Ultra Instinct Goku. Zudem dann nochmal, Over the Flash Key plus 3 hier an der Stelle. Das sollte eigentlich Shocking Speed sein, was er mit Jiren teilt, wenn mich alles täuscht. Und genau, ja, ihr seht schon, so in die Rotation bringt er sehr viel rein. Wenn du ihn mit rein bringst, kannst du auch natürlich auch auf den Friend Jiren verzichten in deiner Rotation, kannst du mit Ultra Instinct Goku lassen, die teilen sich hier 4 Links an der Stelle, darunter haben wir auch 30% Angriff und Key plus 3 und dann nochmal Kamehameha,
Ist sehr, sehr gut, kannst du auf jeden Fall machen. Topo natürlich ganz klar Support-Charakter und so würde dann die beiden Rotationen aussehen. Also könntest du auf jeden Fall das würde ich am ersten empfehlen, wenn ich ehrlich bin, mit dem Gotku da Nutzen von dem Gotku zu machen. Und dann würde das Ganze quasi so aussehen. Alright, Freunde, soviel zu dem Team-Rating-Video. Wie gesagt, ein bisschen mehr Freestyle gewesen. Ihr habt es wahrscheinlich auch gemerkt. Ich hoffe, ihr könnt es annehmen und ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Wenn ja, gebt den Ganzen ein Like. Und ihr hört auf jeden Fall noch von mir die Tage wegen dem 10K-Special. Bis dahin auf jeden Fall eine schöne Zeit. Wir sehen uns auf jeden Fall. Jetzt habe ich zu viel auf jeden Fall gesagt. An der Stelle. Nein, okay, ich höre auf. Haut rein, Leute. Wir sehen uns. Peace. When I pull up as your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.